Niemals wirst du in Gegenwart von Allah eine Schande erleben. Denn du bist wahrlich derjenige, der die Verwandtschaftsbande pflegt, den Schwachen hilft, den Mittellosen gibt, den Gast freundlich aufnimmt, nur Wahres spricht und dem Notleidenden unter die Arme greift. Mohammed erzählte seiner Frau, was in jener Nacht in der einsamen Höhle geschehen war. Ihm war ein Engel erschienen. Der Engel erschien und befahl mir, lies. Ich sagte, ich kann nicht lesen. Aber der Engel ließ nicht nach, so dass ich dachte, es wäre mein Tod. Er umfasste mich am Arm und befahl noch einmal, lies. Ich antwortete, ich kann nicht lesen. Der Engel packte mich wieder, bis ich es nicht mehr ertragen konnte. Erst dann ließ er mich los und befahl mir wieder, lies. Dann rief ich, was soll ich lesen? Da begann der Engel mir vorzusprechen. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen. Lies. Denn dein Herr ist allgütig, der mit der Schreibfeder lehrt, lehrt den Menschen, was er nicht wusste. Es war, als ob die Worte in mein Herz geschrieben wurden, erzählte Mohammed. Als er aufgeregt die Höhle verließ, erschien der Engel erneut und rief, Mohammed, du bist der Gesandte Gottes und ich bin Gabriel. Mohammed sah den mächtigen Engel mit ausgebreiteten Flügeln am Horizont stehen. Die mächtige Gestalt füllte den ganzen Himmel aus. In welche Richtung ich mich drehte, sah ich ihn. Im Norden, Süden, Osten und Westen. Khadija, die nicht an seinen Worten zweifelte, rannte eilig zu ihrem Cousin Waraka und erzählte ihm, was Mohammed erlebt hatte. Heilig, heilig, rief er aus. Bei dem, der die Seele Warakas in den Händen hält. Es war der große Nemus, der Mohammed erschienen ist. Derselbe Nemus, der auch Moses erschien. Wahrlich, Mohammed ist der Prophet.